hallo, ich begrüße euch zu unserem nächsten Podcast-Ausgabe. Dieses Mal geht es um den NXT TakeOver in Philadelphia und um den Royal Rumble. Ja, wir beginnen mit dem TakeOver. In der Pre-Show gab es nicht viel zu sagen, daher legen wir los mit der Main-Show. Da gab es das erste Match und zwar das Tag-Team um die Tag-Team Championship von NXT zwischen den Raw Raiders, also Hanson and Rowe, und der Undisputed Era Roderick Strong und Kyle O'Reilly, welches die War Raiders gewonnen haben. Ja, Leute, was habt ihr? Habt ihr das Match gesehen? Wenn ja, wie fandet ihr es? Ja, also ich muss dazu direkt erstmal sagen, der Einzug der War Raiders war absolut klasse. Es war ein Gänsehautmoment, wo diese ganzen verkleideten Leute als Ritter da rauskamen und sich dann da hingestellt haben und die War Raiders dann wie so aus dem Boden herauskamen. Das war absolut genial. Des Weiteren das Match sehr schnell und auch klein bisschen technikhaft natürlich wieder von Kyle O'Reilly und so. Insgesamt ein sehr, sehr starkes Match, wie ich finde. Ja, ich fand's auch ziemlich geil. Gerade wie du sagtest, der Einzug. Ich hab die verkleideten Ritter gesehen, dachte so, wer kommt denn jetzt? Dann kamen sie. Aus dem Nichts, die War Raiders, wie du schon sagtest. War ein sehr interessantes Match. Also, es war nicht immer eindeutig, wer gewinnt. Fand es deshalb dennoch gut, dass die War Raiders gewonnen haben. Die Matchzeit war übrigens 16 Minuten 58 Sekunden. Also, eine knappe Viertelstunde gewrestelt und zwar vom Feinsten, wie ich sage. Was sagt denn der Rest dazu? Ja, ich muss auch dazu sagen, dass ich ziemlich froh bin, dass die Raw Raiders gewonnen haben, weil langsam wurde es auch Zeit. Nachdem Undisputed Era jetzt zweimal schon ziemlich lange die Titel gehalten hat, denke ich, passt der Titelwechsel hier gut. Die Raw Raiders haben es verdient. Und zum Match ziemlich schnell, wie Malu schon gesagt hat. Ich bin ja generell so ein Fan von schnellen Matches, deswegen bin ich da auch ziemlich zufrieden mit. Und ja. Bei mir ist es einfach so, ich bin ja halt immer wieder davon begeistert, was gerade dieser unscheinbare Hanson, also körpergrößentechnisch unscheinbar, für Moves drauf hat. So, der ist ja wirklich quadratisch praktisch gut. Der ist breit, wie er hoch ist, aber zeigt Moves, Alter. Da kann sich hier manch 205-Wrestler echt eine Scheibe von abschneiden. Als er da angefangen hat, irgendwelche Springboard-Moves zu zeigen am Samstag, ich habe gedacht, ich guck nicht richtig. Aber auch was man mit ihm gemacht hat, ey, wie die den durch den Ring geschmissen haben teilweise, leck mir am Fuß, ey. War schon krass. Aber ich muss ja fairerweise dazu sagen, dadurch, dass wir ja auch die NXT-Folgen vorher gesehen haben, war das ein bisschen vorhersehbar, dass die Jungs den Titel gewinnen. Denn normalerweise, die WWE macht schon viel für ihre Wrestler, gerade bei NXT, aber diesen Aufwand, den die betrieben haben, im Vorfeld mit diesen Werbeeinspielern, die sie da hatten in der letzten Wochenshow zum Beispiel, wo man die zwei schon gesehen hat in Wikinger-Montur und allem drum und dran. Und dann dieser krasse Einzug am Samstag, da war mir vorher klar, dass die zwei den Titel gewinnen, aber meines Erachtens auch absolut berechtigt. Ja, also berechtigt auf jeden Fall. Die sind super im Ring, auch Wow, der ja sehr groß ist, legt manchmal eine Schnelligkeit an den Tag und dann Hanson mit seinem Handspring Back Elbow und Suicide Dive und was er alles bringt. Also wirklich, es ist unglaublich. Undisputed Era natürlich auch klasse im Ring. Insgesamt hatten die eine sehr gute Chemie im Ring, sodass ich stehe ja auch auf schnelles Wrestling, dass ich da wirklich sehr, sehr zufrieden war. Also mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Es ist mehr als verdient, dass sie jetzt die Titel gewonnen haben. Was ich auch noch sagen muss, ist, wir kamen das Match tatsächlich nicht so kurz vor. Ich habe jetzt mit knappen 20 Minuten gerechnet, mit 16 Minuten, beziehungsweise knapp 17 Minuten, war schon ziemlich kurz, aber man hat das halt ziemlich gut zusammengepackt, auch von den Moves her, wie schnell das ging. Also es war schon echt ein starker Opener. Ja, und danach kam dann das zweite Match, ein Singles-Match, und zwar zwischen Matt Riddle und Cassius Ohno. Ja, in diesem Match hat er Matt Riddle gewonnen durch Submission, nachdem er Cassius Ohno mehrere Elbow-Strikes in den Kopf gegeben hat. Matchzeit 9 Minuten 18 war, wie ich fand, auch ein interessantes Match. Ja, was habt ihr da, haltet ihr davon? Zu wem haltet ihr denn in diesem Match? Findet ihr Matt Riddle besser oder Cassius Ohno? Ich finde, wir haben ja alle die WWE-Teile gespielt, so der 2K18, 2K19. Da kennt man Cassius Ohno ja schon. Matt Riddle war bis vor Wochen, wo ich mich erst mit NXT beschäftigt habe, noch neu für mich. Was habt ihr zu den beiden? Ja, also Cassius Ohno, da weiß ich, dass er ein sehr guter Wrestler ist.
der zwar ein bisschen zu dick ist vielleicht, aber das hat bei ihm auch einen Grund, wie ich gelesen habe. Von daher tut es ja nichts zur Sache. Er ist nämlich trotzdem wirklich super gut im Ring. Und Matt Riddle, ich kenne ihn auch schon aus dem Indie-Bereich, ist ein super guter Wrestler. Deswegen, die Chemie in dem Match hat mir nicht ganz so gut gefallen. Aber trotzdem war das Match nicht schlecht. Matt Riddle hat am Anfang gezeigt, dass er auch sehr beweglich ist. Und nicht nur gute Kicks und Strikes kann. Und sonst gab es sehr, sehr viel Technik in dem Match. Aber auch das kann gut sein. Das Match war kurz und am Ende hat der für mich richtige Sieger gewonnen. Was halt hier noch zu sagen ist, so rund um das Match, was ich auch sehr geil fand, war, dass man das ganze Wochenende über auch beim Attire immer wieder auf solche Details geachtet hat, wo man gerade sich befindet, weil wenn man sich zum Beispiel die Ringkleidung von Cassius Ohno anguckt, dann war ganz klar zu sehen, dass die Teamfarben von den Phoenix Suns sind, also dem Basketballteam. Und naja, wir waren in Phoenix, alles gut. Aber auch bei Matt Riddle passte dieses Gelb-Schwarz unheimlich super. Ich meine, er benutzt das schon länger, aber hier in Phoenix bzw. Philadelphia passte das unheimlich gut. Denn wer sich ein bisschen in der Filmszene auskennt, weiß, dass Rocky zum Schluss auch Gelb-Schwarz getragen hat. Und Rocky war ein Boxer aus Philadelphia. Gut dran gedacht, Jungs. Ja, in diesem Match, was man da auch noch zu sagen kann, das war für mich auch ein ziemlich gutes Match, besonders zum Runterkommen. Da man ja mit dem Tag Team Match schon ein ziemlich schnelles Match gesehen hat, hat man jetzt hier ein etwas langsameres Match gesehen, mit viel Technik, aber halt auch mit viel Schlägen, besonders dann am Ende mit der Submission. Und da hat man auch nochmal gesehen, dass beide wirklich zeigen konnten, was sie wirklich im Ring können. Und besonders Cassius Ohno, der zwar dick ist, was halt bei ihm Gründe hat, aber trotzdem, dass er halt ein bisschen dicker geworden ist, hat er an Ringstärke nicht verloren. Ja, sehe ich auch so. Dann kommen wir zum dritten Match. Und zwar kam dann das NXT North American Championship Match zwischen Johnny Gargano und Ricochet, welches Johnny Gargano via Pin nach dem Upward Slingshot DDT gewann, nachdem er vorher einen Brainbuster auf dem entblößten Hallenboden gezeigt hat. Und dieses Match war in seinen 24 Minuten 32 das bisher längste Match. Ja, Michi, was sagst du zu dem Match? Wie fandest du es? Ja, die sind ja beide echt richtige Techniker im Ring. Wurde viel Sprungaktionen gezeigt. Ja, meiner Meinung nach hat Johnny Gargano dieses Match auch verdient gewonnen. War irgendwie auch schon vorher abzusehen, dass er dieses Match gewinnt. Diesen Brainbuster auf den Hallenboden. Unglaubliche Aktion. War sehr hart. Sah auch schmerzhaft aus für Ricochet. Ja, was meinen denn die anderen noch? Ja, dieses Match war halt doch sehr, sehr schnell, bis auf 1-2 Minuten in diesem Match, wo sie gezeigt haben, dass sie auch sehr gute Techniker sind. Da kam dann halt auch die Technik zu gelten mit ein paar Aufgabegriffen und so. Es war aber allerdings sehr kurz, aber trotzdem knackig. Rest des Matches sehr schnell mit Sprungaktionen von Ricochet übers oberste Seil nach draußen, dann sogar über den Turnbuckle nach draußen. Unglaubliche Aktion. Dann natürlich der Brainbuster auf den entblößten Hallenboden. Also einfach super. Im Endeffekt dann der zweite Slingshot DDT den Sieg gemacht für Johnny Gargano. Ich finde gut, dass er den Titel gewonnen hat, auch wenn ich nicht damit gerechnet. Also ich muss auch sagen, mit dem Sieg habe ich schon gerechnet. Allerdings hätte es mich auch nicht gewundert, wenn wenn Ricochet das Ganze gewonnen hätte. Und ja, für mich definitiv ein früher Match of the Year Contender, aber halt auch da meiner Meinung nach auch das Match of the Night. Ja, auf jeden Fall Match of the Night und Match of the Year Contender. Dann haben wir schon zwei, wenn wir dieses Wochenshow-Match von Andrade und Rey Mysterio mit reinnehmen. Aber es war auf jeden Fall mit das Match des Abends. Ich streite mich da immer noch mit mir selbst, denn das Tag Team Match war halt auch mega gut und auch das Match im Main Event richtig gut. Also es war halt wieder, wie es bei NXT immer ist. Man kann alles gucken und überlegt dreimal, ja, wem gibt man jetzt wirklich diesen Spot des Match of the Night? Aber was gerade die zwei jetzt hier in dem Match abgerissen haben, dieses Tempo, was die hochgehalten haben und das wirklich über diese fast 25 Minuten, alter Schwede. Und ja, Johnny Gargano gewinnt meines Erachtens auch zu Recht.
endlich mal einen Titel, den er hoffentlich jetzt auch mal behalten darf. Und wie wir ja dann später noch erfahren, ja auch nicht ganz ohne Hintergrund, denn das hat ja alles noch Bedeutung. Aber was ich noch sagen muss ist, dieses Match hat dafür gesorgt, dass wir in der Gruppe, wie wir eigentlich immer unsere Pay-Per-Views zusammen gucken, dann abends, eigentlich schon wieder gesagt haben, nach der Nummer kannst du doch den Royal Rumble in dem Fall morgen schon wieder total vergessen. Aber ich nehme eins vorweg, wir haben uns alle getäuscht. War nämlich nicht ganz der Fall. Aber dazu kommen wir ja dann später. Ja, zu Johnny Gargano noch zu sagen, da auf jeden Fall endlich auch mal, dass er einen Titel gewonnen hat, nachdem er jetzt jede einzelne Titelchance beim Takeover verloren hat. Da wurde es tatsächlich schon echt Zeit. Finde, dass er einen guten Champion machen wird, aber hoffe, dass er nach seinem Reign vielleicht noch relativ schnell zum NXT Championship kommt. Ja, da stimme ich dir vollkommen zu. Johnny Gargano würde einen guten Champion abgeben. Ich hoffe aber auch, dass er dann etwas schneller nach seinem Titel Run vielleicht gegen Ciampa, wenn er dann noch Champion ist, das würde ja zur Storyline passen, oder generell um den NXT-Titel dann geht und den dann gewinnt. Das wäre das absolute Traumszenario, wenn dann Johnny Wrestling oder halt hier sich da genannt hat, Johnny Takeover, den NXT-Titel gewinnen würde. Ich möchte vielleicht noch ganz kurz anmerken, das ist den NXT-Profis vielleicht auch so ein bisschen aufgefallen. Wir haben jetzt Ciampa als Main-Titel-Champion. Wir haben jetzt Gargano eben als unseren American-Champion. Man teast schon die ganze Zeit nebenbei diese DIY-Geschichte wieder an. Aber wenn man DIY jetzt mal so für sich nimmt, do it yourself, und jetzt hat jeder seinen eigenen Titel, denkt die WWE vielleicht doch schon einen Schritt weiter und wir wissen irgendwas nicht? Vielleicht hängt das Ganze ja auch in Zukunft, da man ja auch relativ oft schon Candice LeRae gesehen hat, die ja auch immer gesagt hat, ja, tu mir das nicht an und so weiter. Vielleicht kommt da bald in naher Zukunft noch einen Heel-Turn von Candice LeRae, die sich dann zur Richtung WrestleMania auch den Women's-Titel holt. Das würde ich sehr stark feiern. Candice LeRae ist für mich absolut grandios im Ring. Diese Flugaktionen und so, die die drauf hat, einfach super. Sehr schnell, technisch super. Da würde ich mich freuen, wenn sie den Titel dann gewinnt. Und dann stellt euch dieses Bild einfach nur mal vor. Takeover for WrestleMania. Johnny Gargano nimmt Candice LeRae, nimmt Tommaso Ciampa. Alle drei halten den Titel hoch. Das wäre super genial. Und du hast instant eine neue Stable-Gründung mit einem Dreimann-DIY. Ich wäre sofort dabei. Absolut. Ja, war auch eine gute Überleitung mit dem Women's Championship, den sie gewinnen könnte. Denn wir kommen als nächstes zu dem NXT Women's Championship Match zwischen Shania Baszler und oder Baszler und Bianca Belair, was Shania gewann. Und zwar via Referee Stoppage im Kirifuda-Klatsch. Ja, das Match ging 15 Minuten 12 und eine Besonderheit gab es in diesem Match. Während des Matches ging die Ringrichterin nämlich zu Boden und daraufhin griffen Jessamyn Duke und Marina Shafir ein, die aber nach kurzer Zeit von Bianca Belair abgefertigt wurden. Ja, Women's Matches ist nicht jedermanns Sache, aber ich fand, die beiden haben sich echt nichts geschenkt, waren echt ziemlich gut. Leute, was habt ihr dazu? Wie fandet ihr es? Wie steht ihr allgemein eigentlich so zu Frauenmatches? Sagt ihr, ja, kann man machen, sind ganz gut oder finde ich okay, aber ich schrub mir lieber die Männer an. Was habt ihr dazu, Leute? Also, ich muss ganz ehrlich jetzt sagen, Frauenwrestling kann sehr, sehr gut sein, wenn man es richtig macht. Die WWE hat viele gute Damen in ihrem Roster, auch bei NXT. Und das hat man jetzt gesehen in diesem Match unter anderem auch. Okay, ich bin kein großer Freund von Shayna Baszler, da ich nicht wirklich ihren Ringstil mag. Aber Bianca Belair hat gezeigt, was sie im Ring kann, hat sehr schnell gewirkt, hat einen 450 gezeigt, was man auch nicht unbedingt jeder Frau zutraut. Aber da sieht man einfach, die können fast genauso viel wie die Männer. Es ist super, dieses Match ging vollkommen in Ordnung. Es war ziemlich gut. Und am Ende hat Shayna Baszler dann wieder in ihrem Kirifuda-Clutch gewonnen. Ja, geht vollkommen in Ordnung. Ich bin gespannt, wer als nächstes
Shayna Baszler herausfordert. Also mit dem Matchende ganz hätte ich jetzt nicht gerechnet. Also ich hätte jetzt vielleicht schon damit gerechnet, dass Shayna Baszler ihren Titel verteidigt. Allerdings muss man da ja auch bedenken, dass Bianca Belair vor diesem Match noch undefeated war. Weswegen ich eigentlich gedacht habe, dass sie vielleicht durch Disqualifikation gewinnt und so ihre undefeated streak nicht kaputt geht. So wird man jetzt allerdings Bianca Belair nicht mehr im Titelrennen sehen, denke ich mal vorerst mal. Und ja, an sich auch ein relativ gutes Match, womit ich auch nicht ganz gerechnet habe, weil ich war am Anfang nicht so begeistert von der Ansetzung, was aber auch daran liegt, dass sie mich bei dem Ring nicht wirklich ansprechen. Aber am Ende war ich dann doch überrascht vom Match. Und ja, mit Shayna Baszler am Ende als Siegerin kann man machen, aber so langsam sollte sie auch den Titel wieder verlieren, meiner Meinung nach. Problem, was ich aktuell tatsächlich habe, das Match an sich war gut, also besser als wir alle erwartet haben, glaube ich, aber mein persönliches Problem aktuell ist, wo soll das jetzt mit Shayna noch hingehen? Ich meine, du hast Kairi Sane gegen sie gehabt, die hat den Titel gewonnen, da hat sie sich den Titel zurückgeholt. Jetzt hast du Bianca Belair im Prinzip in einem Match komplett vernichtet. Und jetzt hast du eigentlich noch genau eine Option und die heißt tatsächlich Candice LeRae. Und wenn sie das auch versauen, dann brauchst du entweder ein neues Frauenroster oder Shayna Baszler gibt den Titel freiwillig ab, weil alles andere macht aus meiner Sicht keinen Sinn. Naja, also ein neues Frauenroster würde ich jetzt an sich nicht sagen, denn man hat schon noch eine Mia Yim, man hat schon noch eine Io Shirai. Also man hat schon relativ viele Women's Wrestlerinnen, die sich den Titel am Ende doch holen können. Unter anderem zum Beispiel auch die Freundin von Ricochet, die es ja auch noch gibt. Also da ist schon viel Möglichkeiten, auch wenn Candice LeRae sich den Titel nicht holen sollte. Ja, also das muss ich sagen, da gebe ich dir vollkommen recht. Da gibt's noch andere. Eine Mia Yim ist auch eine ausgezeichnete Wrestlerin. Sie ist nicht nur eine sehr starke Strikerin, wie sie gerne mal unter Beweis stellt, sondern auch eine sehr, sehr gute Technikerin. Und sie kann auch fliegen. Beherrscht einen 450, einen Missile Dropkick und so weiter. Also sie ist wirklich gut. Und Io Shirai, da muss ich, glaube ich, wenig zu sagen, diese Frau ist einfach nur fantastisch. Und da hat man mit den beiden und mit Candice LeRae wirklich noch welche. Und dann gibt's auch immer noch Casey Catanzaro, die Freundin von Ricochet, die man in nächster Zeit bringen könnte und sie mal aufbaut. Aber da muss man sehen. Ich rechne damit, dass Candice LeRae erstmal um den Titel geht. Aber wir werden sehen. Io Shirai kann fliegen. Die soll mir zeigen, wie das geht. Ich will das auch. Ja, dann tun wir zum letzten Match von TakeOver heute Abend. Und zwar um den NXT Championship zwischen Tommaso Ciampa und Aleister Black, wo Tommaso Ciampa seinen Titel verteidigt hat. Durch einen Pin nach dem Fairy Tale Ending. Und dies war auch das längste Match des Abends mit einem Match von 26 Stunden 31. Und ja, Tommaso Ciampa ist auch ein klassischer Wrestler. Interessantes Gimmick auch, was er halt hat, so leicht psychomäßig so durch diese Glatze und den Bart hat so ein bisschen, aber cooler Kerl. Aleister Black auch ziemlich cool. Fand's cool, dass Ciampa gewonnen hat. Was habt ihr dazu? Also ich muss zum Anfang von diesem Match noch sagen, für mich ein ziemlich träges Match zum Anfang hin, was dann am Ende zwar besser wurde, aber es hat schon ziemlich langsam angefangen. Man ist relativ oft auf das Bein bzw. das Knie von Aleister Black gegangen, was storytelling-mäßig nicht gerade schlecht ist, wenn man bedenkt, dass er ja sein Black Mass mit seinem Fuß durchziehen muss. Also hat man da schon gut mitgedacht. Auch das Storytelling in dem Match ziemlich stark. Hat man richtig viel mitgemacht, hat man richtig gut umgesetzt. Also schon auch ein ziemlich gutes Match, was man vielleicht am Anfang nicht gedacht hätte, aber zum Ende hin vielleicht noch richtig knapp am Match of the Night vorbeigezogen. Ja, also dieses Match war am Anfang, wie du gesagt hast, sehr träge, nicht ganz so schnell, viel Technik am Anfang. Dann das auf das Bein von Aleister Black gehen. Da hat man gesehen, dass ja Aleister Black in Sachen Selling, Vorsicht Wortspiel, ein A-Lister ist. Also in Sachen Selling ist er wirklich fantastisch. Und auch im Ring hat er auch wieder einiges gezeigt. Und dann mit dem, ja, draußen wieder der entblößte Hallenboden hat er eine Meteora vom Apron nach draußen gezeigt. Und da war wieder ins Storytelling mit rein, dass er da wieder auf seinem Knie gelandet ist, auf dem entblößten Hallenboden. Das ging noch mehr dann. Dann am Ende wollte er nochmal den Black Mass zeigen und konnte ihn nicht durchbringen, weil sein Bein zu sehr wehtat. Das ist ein grandioses Storytelling. Ja, und dadurch hat dann halt Tommaso Ciampa gewonnen. Man hat Aleister Black trotzdem sehr stark darstellen lassen, weil er
aus zwei Finishern rausgekommen ist und erst nach dem dritten Schuss war. Also da muss man ganz ehrlich sagen, Hut ab, doch ein super Match, obwohl es nicht sonderlich schnell war. Ja, war ein schönes Match. Mein Problem ist auch hier wieder nur, ich bin heute irgendwie so der Problemfinder. Ihr lobt gerade das Storytelling, das Langzeit-Storytelling muss ich ein bisschen kritisieren. Im Match auf jeden Fall sau gut, aber die WWE hat einen Fehler gemacht, zu dem wir später dann noch kommen, weil wir mit Aleister Black natürlich im Rumble plötzlich erklären mussten, wieso ist sein Bein jetzt nicht mehr kaputt. Aber gut, das ist so eine Sache, da haben sie meines Erachtens einen ganz, ganz kleinen Fehler gemacht. Aber da kann man drüber weggucken, wenn man den Rest des Abends gesehen hat. Und ja, wir sind genau an dem Punkt, was ich eben schon gesagt habe. Wir haben Tommaso Ciampa, der seinen Titel behält. Wir haben Johnny Gargano, der jetzt einen Titel hat. Und jetzt kann es eigentlich nur noch den Weg geben, dass man Candice LeRae den Frauentitel gibt. Und dann kommt man endlich zu dieser Reunion von DIY, am besten in einem Dreier-Stable. Also da müssen wir jetzt hin, sonst macht das alles keinen Sinn. Ja, und dann war es das eigentlich fast für Takeover. Nachdem das Match beendet war, kam dann Johnny Gargano auf die Bühne und feierte mit Tommaso zusammen. Und man dachte, das war's. Beziehungsweise das war auch das, was man im Fernsehen gesehen hat. Im Nachhinein haben sie ein Video veröffentlicht, wo diverse Wrestler, unter anderem die Undisputed Era, und weiß nicht, wer alles dabei war, vielleicht wisst ihr das noch genauer, sich erst auf der Rampe und dann hinter der Rampe mit der Bühne im Backstage-Bereich geprügelt haben und durch Triple H und einige Referees auseinandergehalten wurden. Ja, dieses Segment, die drei Faces, Velveteen Dream, Ricochet und Aleister Black, haben sich da eine Auseinandersetzung erlaubt mit Tommaso Ciampa, Johnny Gargano und Adam Cole, was zu einer Schlägerei führte und dann noch die Faces nochmal rauskamen und wohl irgendwas von Goodbye oder so gesagt haben. Man weiß jetzt nicht ganz genau, wohin das führt. Okay, man hat ja das Zweile von beim Rumble gesehen. Und in der Halbzeitpause des Super Bowls gibt es dann wohl auch auf YouTube und Facebook zu sehen das Match zwischen diesen sechs. Also Ricochet, Aleister Black und Velveteen Dream gegen Gargano, Ciampa und Cole, was auch sehr gut sein wird, gehe ich von aus. Und da wird man dann wohl noch einiges mehr erfahren, wie es jetzt weitergeht. Was mir dazu halt noch einfällt, ist, dass es halt interessant zu sehen ist, dass er ist in dem Fall Adam Cole, den ganzen Abend überhaupt nicht aufgetreten ist. Wir hatten schon Vermutungen von wegen Main-Roster-Aufstieg, weil selbst im Tag-Team-Titel-Match war er nicht dabei. Hat Bobby Fish alleine mitgehen lassen, der dann ja wieder zurückgelaufen ist. Und wir haben halt schon gedacht, okay, vielleicht Main-Roster-Aufstieg von Adam Cole. Ja, und dann in einem eigentlich nicht mehr gezeigten Segment taucht er plötzlich wieder auf und prügelt sich erstmal fett da hinter der Bühne mit drei anderen. Und ich bin wirklich gespannt, wo das hinführt. Vor allen Dingen, welche Rolle tatsächlich auch Triple H noch einnimmt da drin. Denn er ist in dieser Schlägerei, ja, dazwischen gegangen, aber ich glaube, er war nicht unbedingt begeistert, was da passiert ist, weil so wie der diesen Backstage-Bereich wieder verlassen hat, alter Schwede. Ja, ich glaube, Triple H sollte man nicht verärgern. Aber gut, das war's dann auch schon vom Takeover. Ja, einen Tag später kam dann das, worauf sich eigentlich die meisten von euch auch gefreut haben. Wir gespannt waren nach dem glorreichen NXT-Takeover-Abend, und zwar der Royal Rumble. Ja, in der Kickoff-Show ging es los mit einem neuen Title-Tag-Team-Match zwischen Team Glorious, sprich Bobby Roode und Chad Gable, und Scott Dawson und RZA zusammen mit ihrem, ja, ich nenne mal Manager, Drake Maverick. Ja, dieses Match haben dann in 6 Minuten 54 Chad Gable und Bobby Roode gewonnen, indem Chad Gable Scott Dawson nach einem Inverted DDT Moonsault Combination gepinnt hat. Ja, sehr kurzes Match mit 6 Minuten 54. Ich war überrascht, dass dieses Match kommt. Ich glaube, so wie ich euch verstanden den Abend, wart ihr auch so. Ich war überrascht, weil keiner so wirklich mit diesem Match gerechnet hat, da es ja auch in der Matchcard, die vorher veröffentlicht wurde, nicht wirklich drin stand. Oder was sagt ihr dazu? Wie fandet ihr es? Habt ihr mit gerechnet oder sagt ihr auch, ich war ganz schön überrascht? Nee, also mit gerechnet habe ich nicht. Es war aber trotzdem ja ein solides Match. Der Hintergrund war ja, dass Drake Maverick gesagt hat, dass Akam zwar verletzt ist, aber Razor halt nicht.
und Scott Dawson dann noch ankam und dann so gesagt hat, ja, die wollen einen Titel, wir auch. Wie wär's, wenn ich mit Razor an der Seite gegen die Champions antrete und wenn wir das gewinnen, dass es dann zu einem Triple Threat Tag Team Match kommt? Dazu wird es jetzt wohl nicht kommen, denn Bobby Wood und Chad Gable haben dieses Match ja gewonnen. Und sonst, glaube ich, muss man dazu auch nicht viel mehr sagen. Ja, meiner Meinung nach auch ein ziemlich belangloses Match. Habe ich mich am Anfang ziemlich gewundert, warum man das bringt, mit welchem Sinn. Denn so wirklich bei einem Pay-Per-View ein nächstes Titelmatch aufzubauen, ich verstehe den Sinn dahinter nicht. Besonders, da man in der Kickoff schon zwei Matches hatte. Warum das noch mit rein musste, habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Meiner Meinung nach trotzdem ein solides Match mit dem richtigen Sieger am Ende, würde ich jetzt nicht sagen. Also ich weiß nicht viel, was ich von dem Match halten soll. Wen ich da gewinnen sehen hätte wollen oder sonst was, ich kann da nicht viel zu sagen. Also mein Problem auch hier wieder, das Ding ist, dieses Match wirkt ein bisschen reingezwungen. Das war so dieser Versuch, ihr Versprechen einzuhalten, die Tag Team Division ein bisschen zu pushen. Also musste das Match noch schnell auf die Card. Deswegen stand das offiziell auch nirgendwo auf der Card, meines Erachtens. Und dann Razor und Scott Dawson zusammenzuwürfeln. Nein, warum? Und schon gar nicht dann zu sagen, wenn wir gewinnen, machen wir Triple Threat Match draus. Hä? Das macht überhaupt keinen Sinn. Es ist so, nein, keine Ahnung. Die Zeit hätte man sich echt sparen können. Aber Zeitersparnis bei großen Pay-Per-Views ist ja eh so ein Problem bei der WWE, weil ich sag nur 7 Stunden. Das stimmt. Es waren echt 7 Stunden Match insgesamt bis 6 Uhr morgens. Von 23 Uhr, die ich auch schon begonnen habe, bis 6 Uhr morgens. War echt heftig. Ja, wir kommen zum zweiten Match. Und zwar ging es dann auch in der Kickoff-Show immer noch um den United States Championship, wo wir ja sozusagen ein kleines Déjà-vu erlebt haben, weil im Prinzip diese Situation auch schon einmal vorkam. Und zwar war es Shinsuke Nakamura gegen Rusev. Und Nakamura hat dann gewonnen mit einem Pin nach dem Kinasha an Rusevs Hinterkopf. Ja, allerdings war das ganze Ding schon Rusev anders geplant. Denn vor dem Finish entfernte Nakamura dann einen Ringeckenpolster. Und zwar, ja, worauf Lana den Ringrichter hinweisen wollte. Der Ringrichter hat aber nicht reagiert, sondern hat einfach nur darauf reagiert, von wegen, Lana, geh mal weg, du hast sie nicht zu suchen. Ja, Nakamura hat sich dann ein bisschen lächerlich gemacht über Lana, ein bisschen umgetänzelt. Und was macht Rusev für gewöhnlich, auch in dem Moment? Er wollte Nakamura natürlich einen Tritt dann von hinten erwischen, weil er dachte, er hätte es nicht gemerkt, ja. Nakamura hat's doch gemerkt, dreht sich weg, glaube ich. Und was passiert, das passieren sollte, was schon mal passiert ist, er trifft natürlich Lana und schießt sie vom Apron. Und nach diesem Schocker konnte Nakamura dann profitieren. Und Lana hielt sich an das Bein und diese Verletzung sollte im Laufe des Abends noch eine wichtige Rolle spielen. Hier haben wir eine Matchzeit von 10 Minuten 30. Eben, was du es erwähnt hatte, hatten wir eine Matchzeit von 6 Minuten 45. War schon etwas länger. Ja, Michi, du bist halt abends so still. Weißt du, wie hast du das Match erlebt? Möchtest du dazu was genau sagen? Ja, also mit diesem Ende habe ich jetzt nicht so gerechnet. Ich hätte gedacht, dass Rusev den Titel verteidigen wird, so wie wir alle gedacht haben, dass Rusev sich den Titel wiederholt. Letzten Endes gab es halt wieder das Déjà-vu mit dem Kinshasa an den Hinterkopf. Ich denke mal, die WWE hat Nakamura den Titel aufgegeben, damit er nicht aus der WWE verschwinde und zu All Elite Wrestling geht. Aber ich denke mal, diese Fehde mit Nakamura und Rusev ist noch nicht zu Ende. Ich muss dazu ja auch sagen, dass ich auch ein wenig enttäuscht von diesem Match bin. Denn nicht nur, dass ich Shinsuke Nakamura irgendwie in der WWE ziemlich schlecht, würde ich jetzt nicht sagen, aber ich finde, er ist unter seinem Möglichkeiten, denn man weiß ganz genau, was er eigentlich kann. Man hat es bei New Japan immer gesehen. Und ja, von Shinsuke Nakamura bin ich schon ein wenig enttäuscht. Gerade auch deswegen, weil er hier den Titel wieder gewonnen hat. Denn, sehen wir mal ehrlich, der erste Titelreign von Shinsuke Nakamura war jetzt nicht sonderlich gut, beziehungsweise war meiner Meinung nach schon scheiße. Und hier hat man dann auch wieder zwei Szenarien. Man hat hier einen Shinsuke Nakamura, der wahrscheinlich unglücklich ist und gehen würde, wenn er den Titel nicht bekommt. Man hat aber auch einen Rusev, der wahrscheinlich gehen würde, wenn er den Titel wieder verliert. Deswegen weiß ich jetzt echt nicht, wie es hier weitergeht. Und finde ich ein wenig schade, denn da konnte man schon ein bisschen mehr draus machen, gerade mit Rusev, der als US-Titel schon mehrere Möglichkeiten hätte als ein Shinsuke Nakamura. Gut, da Manu scheinbar gerade nichts sagen möchte, dann mache ich mal weiter. Ja, dieses Match war für mich
der Punkt, wo ich sage, warum steckt man das in die Kickoff-Show? Aber als ich es gesehen habe, habe ich gedacht, okay, gut, dass man es da reingesteckt hat, denn es war das unnützeste Match des Abends. Das Ergebnis war, ja, Wrestler halten auf hohem Niveau, wir schenken ihm den Titel. Aber wenn man mich persönlich fragt, hätte man ihm besser Rusev gegeben, weil ich habe seit Wochen und Monaten schon das Gefühl, dass ein Shinsuke Nakamura eh keinen Bock mehr auf die WWE hat. Also lässt man ihn am besten einfach gehen. Und Rusev zu verlieren, das wäre ein Riesenloch, was die WWE in sich selber reißt. Und von daher, ich brauchte dieses Match nicht. Und dieser Zwischenschritt mit Lana, ja, wir brauchten ihn und wir brauchten ihn sehr dringend. Von daher war er gut, aber hat man halt auch schon gesehen. Ja, Match fertig. Gott sei Dank. Das, was ich mich halt jetzt noch frage, wie oft werden jetzt wieder Nakamura sehen, wie oft er seinen Titel verteidigt? Wann hat er denn das letzte Mal den Titel verteidigt, wo er den Titel noch hatte? Da hat er ihn auch erst alle heilige Zeit mal verteidigt. So eine Art zweiter Brock Lesnar. Ja, das ist wirklich eine sehr gute Frage. Wie oft werden wir Shinsuke Nakamura sehen? Denn beim letzten Mal hat man diesen Champion-Titel waren ja ziemlich ins Gras gesetzt, würde ich jetzt mal sagen. Das ging überhaupt nicht, wie selten er Champion da war. Ich glaube, das liegt auch nicht an ihm, sondern einfach, dass man keine Pläne für ihn hat. Aber wenn man keine Pläne für ihn hat, warum ist er dann Champion? Ja, wir werden sehen, was kommt. Das Match fand ich eher sehr schlecht, was ein bisschen schade ist, denn eigentlich können beide mehr. Ja, und mehr habe ich dazu jetzt auch nicht zu sagen. Ja gut, dann gehen wir weiter zum letzten Match der Kickoff-Show, was auch ein Championship-Match war, was wir im Vorhinein schon wussten. Und zwar das WWE Cruiserweight Championship, ein Fatal 4-Way-Match zwischen Buddy Murphy, Kalisto, Akira Tozawa und Hideo Itami, welches Buddy Murphy gewann durch den Pin an Hideo Itami. Wir hatten eine Matchzeit von 12 Minuten und haben erschreckend festgestellt, dass Hideo Itami doch relativ viel zugenommen hat und irgendwie dadurch er unbeweglich wurde und also gar nicht zwischen Switch reinpasste. Weil wenn wir Buddy Murphy, Kalisto und Akira Tozawa gesehen haben, die wirklich viel Highfly-Move gebracht haben, ja, hat Hideo Itami eigentlich kaum was gemacht, wie ich finde, auch gerade an Highfly-Moves. Ja, das stimmt. Hideo Itami hat mir in diesem Match auch überhaupt nicht gefallen. Aber der gefällt mir schon die ganze Zeit bei 205 nicht. Ich werde mit diesem Typen einfach nicht warm. Bei NXT habe ich bei TakeOver mal ein schönes Match von ihm gesehen gegen Aleister Black. Aber sonst werde ich bei ihm in der WWE einfach nicht mit warm. Ansonsten war das Match ziemlich in Ordnung. Einen coolen Spot mit dem Suicide Dive von Tozawa nach draußen, wo gegen den auf den Schultern von Buddy Murphy sitzenden Kalisto, der dann daraus noch eine Hurricane Rana gemacht hat, war ein schöner Spot. Ansonsten war das Match auch relativ schnell, bis halt das von Hideo Itami. Das Match war schnell zu Ende, war ganz okay. Ja, was zu diesem Suicide Dive zu sagen ist, was relativ lustig war, dass Hideo Itami zu diesem Zeitpunkt auf den Ringseilen stand, also auf dem mittleren oder den untersten war es, glaube ich, genau, und Akira Tozawa sie durch seine Beine durchgeflogen ist, was echt sehr spektakulär aussah. Ich dachte, wow, sowas muss man auch erst erbringen. Und ja, Luki, was hältst du davon? Wie fandest du dieses Match? Also ich muss sagen, ich fand dieses Match ziemlich gut. Ich find's auch hier tatsächlich schade, dass das Ganze nur in der Kickoff war. Denn man hatte jetzt schon zwei ziemlich schlechte Matches in der Kickoff. Und dann kommt so ein gutes, beziehungsweise schon echt klasse Match in der Kickoff. Was so, ich frag mich warum, weil die Cruiserweights gehören für mich nicht in die Kickoff. Das hat man bei dem Match auch schon ziemlich gut gesehen. Für mich auf jeden Fall die richtige Entscheidung, Buddy Murphy den Titel verteidigen zu lassen, ist immerhin ein ziemlich guter Champion und ich denke, das war noch nicht das letzte Mal, dass wir Buddy Murphy als Champion bei einem Pay-Per-View sehen werden. Denn ich denke erstens nicht, dass er den Titel bei 205 verlieren würde und ich denke auch, er wird den Titel über WrestleMania weiterhalten. Ja, glaube ich auch. Was haltet ihr von der Zeit vom Match jetzt? 12 Minuten 6 war nicht sehr kurz und nicht sehr lang. Was haltet ihr davon? Ja, war so eine Zwischenzeit. Ich fand es eigentlich so kurz. Ich würde bei so einem Cruiserweight-Match von den Cruiserweights sehr gerne mal wieder ein 20- bis 25-minütiges Match sehen, wie sie dann abreißen. Das würde ich da gerne mal sehen. Bin ich das erste Mal anderer Meinung als du, was aber mit der Match-Paarung zusammenhängt. Ein Buddy Murphy kann abreißen wie sonst was. Ein Kalisto
kann auch abreißen, wenn er das will. Aber meine beiden anderen Freunde, ich weiß nicht, also da haben mir die 12 Minuten persönlich definitiv gereicht. Wenn wir jetzt zu WrestleMania von mir aus wieder ein 4-Mann-Titelmatch kriegen um den Cruiserweight Championship und neben Buddy Murphy 3 anständige Wrestler stellen, habe ich nichts dagegen, wenn die sich von mir aus eine halbe Stunde lang die Knochen verbiegen. Gucke ich mir gerne an, aber nicht mit dieser Matchpaarung. Was ich allerdings denke, dass wir zu WrestleMania auf jeden Fall keinen Fatal 4-Way sehen werden, denn ich gehe in naher Zukunft doch davon aus, dass wir einen Turn sehen von Tony Nese gegen Buddy Murphy, beziehungsweise sie sind jetzt, glaube ich, momentan nicht mehr so wirklich zusammen, aber ich denke, man wird bald Tony Nese gegen ihn stellen und das könnte ein großartiges Match werden für WrestleMania. Ja, und dann war die Kickoff-Show schon zu Ende und wir gingen zum ersten Match der Main-Show. Und zwar war das Smackdown Women's Championship zwischen Asuka und Becky Lynch, weil sie das Asuka gewann. Dadurch, dass sie Becky Lynch zum Aufgeben gebracht hat, in einer modifizierten Variante ihres Asuka-Look. Und zwar nach 17 Minuten und 8 Sekunden. Ja, an für sich ein sehr anständiges Match. Becky Lynch und Asuka haben wieder mal gezeigt, was für herausragende Technikerinnen sie sind. Der Asuka-Lock zwischen den Seilen war super gemacht. Dann auf dem Turnbuckle zwischen den Seilen verklemmt der Disarmer, auch super gemacht. Es waren so ein paar Aktionen, die mir im Kopf geblieben sind. Ansonsten ein Match, was nicht zu langsam war, was aber auch eine gute Pace hatte. Von daher würde ich sagen, anständiges Match. Am Ende hat Asuka gewonnen. Kann man so machen, denn Becky Lynch sah auch nicht wirklich schlecht aus, da dieser Aufgabegriff am Ende schon echt schmerzhaft war. Musste man ja so machen, wie wir später noch erfahren werden. Und das Ergebnis war okay. Ich habe nichts gegen Asuka, außer die Tatsache, dass sie halt besser die Klappe hält. Aber Wrestling kann die Frau. Und was ich halt auch geil fand, war doch in dem Match, nicht, dass ich hier jetzt was die Gegend schmeiß, aber dieser Versuch, gegenseitig Finisher zu klauen, das war schon auch geil verkauft und ja, man konnte das Match vernünftig beenden, um weiterführendes aufbauen zu können, was ja den Abend dann auch noch passiert ist. Becky ist nicht zu sehr kaputt dabei gegangen, Asuka hat weiter den Titel, Asuka wird dementsprechend weiter bei der WWE bleiben und von daher ist alles gut. Ja, du hast vollkommen recht, das war eine sehr schöne Aktion, waren es schöne Aktionen, wie Becky Lynch den Asuka-Look ausprobiert hat und Asuka in den Disarmer gegangen ist, war ganz cool gemacht. Ja, auch meiner Meinung nach ein anständiges Match. Man hat, denke ich, Becky nicht zu schwach dargestellt, beziehungsweise ist gar nicht schwach dargestellt. Sie konnte alles zeigen, was sie konnte. Hat man, denke ich, auch richtig gemacht, denn Asuka als Championess ist schon ziemlich gut. Klar, man sollte sie vielleicht nicht wirklich ans Mic lassen, dafür wäre vielleicht ein Manager ziemlich gut, aber gegen Asuka als Championess habe ich nicht wirklich was und für den weiteren Verlauf finde ich es auch nicht schlecht. Ja, dann gehen wir weiter zum zweiten Match. Wir bleiben bei SmackDown und zwar das Tag Team Championship Match zwischen dem Tag Team Miss und Shane McMahon und The Bar, sprich Sheamus und Cesaro, was Miss und Shane McMahon gewonnen haben durch einen Pin an Cesaro von Shane durch einen Shooting Star Press, wo man, ich glaube, das war der Move, gedacht hat, wie kann Shane in diesem Alter noch so einen Move machen? Wir hatten 13-21 Matchzeit und ich muss sagen, was muss er wie alles Shane? 46, 49, bin mir ganz sicher. Könnt ihr ja gleich schon mal grenzen, Leute. Aber dass Shane trotz seines hohen Alters doch noch so fit ist. Und The Miz ist auch ein echt guter Kämpfer. Aber ich persönlich mag ihn nicht, so ist Geschmackssache. Aber ich fand relativ gut. The Bar, auch wieder klasse. Ja, leider haben sie verloren. Aber gut, The Miz und Shane, ihre Titel gewonnen. Titelwechsel von The Bar zu Miz und Shane. Ja, ich denke auch hier, dass das hier die richtige Entscheidung war. Man hat mit Shane und Miz, denke ich, ein Tag-Team, was man ziemlich gut verkaufen kann. Gerade, dass Miz einen Titel hält, der nicht der Intercontinental Championship ist, ist vielleicht auch mal ein bisschen Abwechslung. So bekommt man auch Shane noch mal ein bisschen ins Spotlight, was außerhalb von den ganzen Authority-Kram ist. Und ja, auch hier Shane McMahon natürlich Weltklasse mit seinem Shooting Star Press in seinem hohen Alter. Wenn ich mich nicht irre, ist er 49. Dass er noch so einen hohen Shooting Star Press zeigen kann, das ist schon Weltklasse und zeigt auch, dass Shane McMahon noch lange nicht fertig ist im Ring. Ja, das stimmt.
Shane McMahon mit dem, ja, Close Sign war es, glaube ich, nach draußen vom Top Rope, war auch wunderschön gemacht gegen Sheamus. Ansonsten, ja, die Shooting Star Press, wirklich super, dass er mit seinen 49 Jahren immer noch so beweglich ist. Also wirklich, und ja, ansonsten war das Match wirklich mehr solide. Mir hat das Match gefallen. Und da kann man natürlich jetzt auch weiterhin was Schönes aufbauen. Bin ich gespannt drauf. Das einzige Negative an diesem Match, meines Erachtens, war die Tatsache, dass man das Ergebnis schon vorher wusste. Aber was in dem Match passiert ist, unfassbar. Ich meine, The Miz ist jetzt auch kein 20-jähriger Jungspund mehr. Und dann stellt man einen fast 50-jährigen Shane McMahon daneben und dann kriegt man dieses Match zu sehen. Das ist unfassbar. Was Shane für wahnsinnige Moves nimmt teilweise. Ich habe ja schon gedacht, wenn der seinen wenn der von diesem Pfosten darunter auf den Ansagertisch springt, der steht doch freiwillig nie wieder auf. Gott sei Dank ist dieser Spot nicht zustande gekommen. Aber dann zum Schluss dieser hochgesprungene Shooting Star, Alter. Lustig war, kleiner Fun Fact, ich habe hinterher auf Facebook ein kleines Video gesehen mit einem Interview von den beiden. Ich sag mal so. Die körperlichen Auswirkungen waren im Interview definitiv noch zu sehen, weil Shanes Gesichtsausdruck sprach Bände. Aber ja, mein Gott, wir haben neue Tag Team Champions. Wurde auch langsam Zeit, weil auch The Bar haben sich einfach mit der bis dahin halben bis ganzen Tag Team Division von SmackDown schon angelegt, haben so ziemlich alles weggeputzt. Und auch wenn man gewisse Pläne mit den Herrschaften hat, schon wieder New Day muss ich einfach nicht haben. Und schon dieser Cesaro-Swing, da dachte ich schon, wie lang soll dieser Cesaro-Swing denn noch gehen, Alter? Ewig lang. Ich denke jetzt auch, dass Miz und Shane bis WrestleMania den Titel halten werden und dann irgendwie von Miz irgendein Turn gegen Shane McMahon kommen wird. Meiner Meinung nach war das Titelwechsel auch vorhersehbar. Verdient. Zum Glück ging dieser Spot durch den Kommentatorentisch nicht gut. Ich hatte schon Angst, dass der wirklich wieder schief geht. Ist er ja schon mal. Ja, mehr, glaube ich, muss ich dazu jetzt auch nicht mehr sagen. Es wurde schon alles gesagt. Ja, dieser Move, dieser Cesaro-Swing von Cesaro, das war wieder sehr, sehr lang. Ein krasser Spot immer wieder. Was für eine Kraft Cesaro einfach hat. Ist unglaublich. Ja, ich bin gespannt. Ich glaube nicht, dass sie ihre Titel bis WrestleMania halten. Und ich glaube, dass sie ihn spätestens bei Fastlane wieder verlieren werden, um dann bei WrestleMania ein Match gegeneinander zu haben. Aber ich bin gespannt, ob es so kommt oder ob es doch ganz anders kommen wird. Was ich persönlich an dem Cesaro-Swing unheimlich, ja, schon fast lustig fand, ist, die Gedrehten nehmen ja dann immer diese Schutzhaltung hinterm Kopf ein. Shane wusste gar nicht wann, wie, wo, weshalb. Du hast immer gesehen, mal waren beide Hände hinterm Kopf, dann war plötzlich wieder nur einer. Ich habe zwischenzeitlich das Gefühl gehabt, schiebt dem doch einer mal Kopfkissen unter den Schädel. Dann weiß er wenigstens wohin mit dem Kopf. Ja, und dann war die Geschichte Gott sei Dank irgendwann zu Ende. Und ja, es war schon mehr ein Hinlegen als ein Hinwerfen, was den Spot nicht kaputt macht. Aber sah schon lustig aus. Das stimmt. Man hat ja auch gesehen, wie rot sein Kopf schon war durch diesen Cesaro-Swing. Und wie unglaublich da dann noch Cesaro im Coast-to-Coast abgefangen hat, sozusagen. Ja, das stimmt. Der Cesaro-Swing kam einem echt vor wie eine halbe Ewigkeit, wo wirklich jeder dachte, wie lange geht der denn noch? Ja, aber irgendwann war er dann zu Ende und wie ihr erfahren habt, war das Match Ende gut. Wir haben uns alle über Shane gewundert und dann geht es zum nächsten Match. Diesmal um den Raw Women's Championship zwischen Ronda Rousey und Sasha Banks, den Ronda Rousey gewonnen hat nach einem Via-Pin nach dem Piper's Pit. 13:48 Matchzeit. Mit einer Besonderheit, Rousey setzte außerhalb des Rings eine Armbar ein, durch die Banks inoffiziell aufgab. Auch ein interessantes Match. Gerade fand es auch nicht nur im Ringschutz nach außen, wo Sasha Banks am Ringpfosten gelehnt hat und Ronda auf sie eingeprügelt hat, sozusagen, oder eingeschlagen. Ein besonderer Moment, wo sie gesagt haben, oh, der tat weh, wo Ronda mit voller Wucht den Ringpfosten erwischt hat, weil Sasha sich im letzten weggedreht hatte. Da dachte ich mir echt, oh, ich glaube, das tat weh.
Ja, man muss dazu auch sagen, Ronda Rousey verbessert sich von Mal zu Mal wirklich im Ring. Das merkt man ihr ziemlich an. Sie nimmt immer härtere Bumps. Sie setzt ihre Moves vor allem auch immer sauberer an. Wird auch immer sauberer, was die Move-Ausführung geht. Also von Ronda Rousey ist man jeden Pay-Per-View echt überrascht, wie sie sich verbessert. Und auch hier, denke ich, hat man das Richtige gemacht. Man hat hier Ronda Rousey den Titel verteidigen lassen. Ist, denke ich, die richtige Entscheidung. Was mich aber tatsächlich gewundert hat, und damit hätte ich auch gar nicht gerechnet, dass sie ihn wirklich nach einem Rowdy-Buster gewinnt, und zwar durch den Pin. Normalerweise gewinnt sie ja immer durch die Armbar, aber dieses Mal war es nicht so, und das war für mich schon ziemlich überraschend. Ja, war sehr überraschend, wie du sagst, dass es nach dem Rowdy-Buster das Ende war, nach dem zweiten Rowdy-Buster. Ja, ich glaube, das ist so der Anfang, wo mittlerweile alle merken, so unbesiegbar ist Ronda Rousey nicht. Wir können was dagegen tun, so dass sie dann vielleicht bei WrestleMania den Titel verliert. Wir werden sehen. Aber ich muss sagen, ich war von Anfang an kein großer Fan von Ronda Rousey. Ich bin auch immer noch kein Fan von ihr. Aber mittlerweile sehe ich sie im Ring doch sehr gerne, weil sie von Mal zu Mal wirklich besser wird. Deswegen kann ich auch so von Wrestling-Fans so das Gehate so nicht mehr ganz nachvollziehen. Also mein Standpunkt, ganz klar, meine Frau hat mich eben gefragt, nachträglich, was mein absolutes Lieblingsmatch war aus diesem Pay-Per-View. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Frauenmatch war mein liebstes Match, weil es eben gezeigt hat, was eine Ronda Rousey tatsächlich drauf hat, wenn man ihr Zeit gibt, sich einzuarbeiten. Und die hatte sie jetzt. Und siehe da, es funktioniert. Viele werden sagen, ja, aber was ist denn mit den anderen Matches, die noch kommen? Das einzige Match, was eventuell noch dran kam, war mir zu langsam, aber da reden wir gleich drüber. Und was das sollte mit dem Rowdy Buster, da habe ich eine Vermutung zu. Und auch diese Verbindung mit dem Armbar, wo Sascha heimlich draußen aufgegeben hat, aber das zählt ja nicht. Das hat einfach was damit zu tun, dass beide ja einen Aufgabemove haben, denke ich. Und eben die Tatsache, dass eine Ronda Rousey bis dahin alle mit ihrem Armbar besiegt hat. So kann man jetzt im Nachhinein sagen, ja, ich habe ja nicht aufgegeben. Und dann kann eine Rowdy sagen, doch, kann ich. Und ich habe sogar Beweisbilder dafür. Und dann blendet man schön dieses Abklopfen außerhalb des Ringes ein. Und zack, kann man die Fehde weiterführen. Und ja, auf Dauer wird es halt darauf hinauslaufen, dass eine Ronda Rousey sich von ihrem Armbar ein bisschen löst und auch noch ein bisschen was anderes zeigt. Und das wird auch Zeit. Und ich freue mich aber ehrlich gesagt drauf. Und was das Match an sich angeht, schön gesellt, manchmal ein bisschen oversellt, aber das kann Ronda ja sowieso saugut. Von daher alles prima. Also ich kann mich bis dahin wirklich nicht beschweren über diesen Pay-Per-View, was einem ja sonst relativ schwer gefallen ist bei den Main-Event-Pay-Per-Views. Gerade wenn man vorher NXT gesehen hat, war das ja immer so, oh nein, und jetzt wirst du dir morgen das angucken. Aber das hatten wir alle am Sonntag. Ja, dazu muss ich auch nochmal sagen, wir loben gerade alle Ronda Rousey. Man weiß, ich bin kein Riesenfreund von Sasha Banks, aber ich muss auch Sasha Banks einfach mal loben. Das war auch von ihr ein sehr gutes Match gewirkt, mit zwei wunderschönen Suicide Dives und toller Technik. Ja, sonst wirklich auch gut von ihr gemacht. Dieses Match war echt sehr gut. Ja, ich freue mich auf die nächsten Matches, wenn es welche kommen wird. Wenn es welche geben wird zwischen diesen beiden, freue ich mich drauf. Ja, wir bleiben bei den Frauen. Und zwar kam dann als viertes Match das Women's Royal Rumble Match. Das 30-Mann Over the Top Rope Battle Royale, welches Becky Lynch gewann gegen, ich sage jetzt mal, alle Teilnehmerinnen, Lacey Evans, Lacey Evans, Natalya, Mandy Rose, Liv Morgan, Mickie James, Emma Moon, Billie Kay, Nikki Cross, Peyton Royce, Tamina, Xia Li, Sarah Logan, Charlotte Flair, Kairi Sane, Mariah Kanellis, Naomi, Candice LeRae, Alicia Fox, Casey, Catanzaro, Selena Vega, Ruby Riott, Dana Brooke, Io Shirai, Rhea Ripley, Sonya Deville, Alexa Bliss, Bayley und Carmella. Ja, war echt ein interessantes Match. Eine lustige Sache war relativ spät im Ring, relativ spät zu sehen, wo dann irgendwann, als Nummer 20 kam sie rein, Selena Vega reinkam, kurz nach oder kurz vor dem oder zwischen dem der Riot Squad sozusagen, bevor die Riot Squad dann im Endeffekt komplett reinkam, hat sie sich unter dem Ring versteckt,
um sich in Sicherheit zu wiegen. Und ja, da wurde sie dann irgendwann von einem ungebetenen Gast empfangen, der sie rausgescheucht hat. Und zwar, ihr werdet die alle von früher kennen, der Komparse, nenne ich ihn mal, von Finlay. Der gute kleine Hornswoggle hat der guten Selina etwas Angst eingejagt, hinterhergejagt, wodurch Selina wieder in den Ring gekommen ist und im Endeffekt durch Rhea Ripley eliminiert wurde. Ja, Leute, ziemlich großes Match. Ich hab wahrscheinlich ziemlich viel zu reden drüber. Was waren denn so eure Highlights hier drüber? Und bevor ich vergesse, Becky Lynch stand eigentlich gar nicht auf der Matchcard hier bei. Sie war gar nicht eingeplant für dieses Royal Rumble Match. Wir dachten aber, Becky Lynch muss dabei sein. Ja, und erinnert euch, in der Kickoff-Show wurde Lana verletzt. Lana stand eigentlich drauf als Nummer 30, glaube ich. Nee, Quatsch, 29, wann kam? Ja, als 28 kam Becky Lynch für Lana im Endeffekt rein. Ja, Lana kam und humpelte in Richtung Ring, aber wir haben gesehen, ihre Verletzung am Bein und Knöchel, es ging einfach nicht. Und dann war Finlay mit dabei, auf einmal kam Becky Lynch raus und meinte, ja, komm, lass mich da rein. Wir überlegen irgendwann, kam dann nach dem Motto, hier, geh rein. Leute, wie fandet ihr die ganze Sache? Ja, ich fand diesen Rumble doch sehr gut. Also wirklich sehr gut. Gab ein paar schöne Spots. Lacey Evans hat gezeigt, was sie konnte, was tight wurde, weil das so circa, ja, das war so ihr Debütmatch im Main Roster. Da hat sie gezeigt, was sie kann. Natalia als erfahrene Wrestlerin über 55 Minuten in diesem Match. Hat sie sich wirklich verdient, nochmal so lange in einem Rumble zu sein. Und auch, ja, sie hat ja auch mit einem Backbody-Slam den Riot Squad-Member Liv Morgan eliminiert, die wirklich reinkam, angelaufen kam und direkt schon wieder raus war. War so ein kleiner Gag, den man da gebracht hat, würde ich sagen. Ansonsten ein paar schöne Aktionen von Ember Moon, die sich nur noch mit ihren Füßen am Seil gehalten hat, wo man wirklich sehr starke Körpermuskeln und so für braucht, um das zu schaffen, sich da so dran zu hängen und sich dann wieder hochzubeugen, um wieder reinzukommen in den Ring. Dann der Spot, ja, der Kingston-Spot, würde ich mal sagen, der Kofi Kingston-Spot, diesmal ausgeführt von Naomi, die auf die Absperrung ging, dann darüber balanciert ist und von der Absperrung auf die Ringtreppe gesprungen ist, damit sie nicht auf den Boden kommt und weiter mitmachen kann an diesem Match. War sehr gut, doch bei der Ringtreppe war dann auch Schluss und die wurde eliminiert. Ja, war ganz gut. Casey Catanzaro, muss man auch sagen, eine ehemalige Ninja Warrior Teilnehmerin in Amerika, die jetzt auch beim zweiten Mayan Classic im letzten Jahr dabei war, eine ziemliche ein ziemlicher Neuling im Wrestling ist und wirklich sehr beweglich ist, was man gesehen hat. Sehr beweglich, hat dann auch so einen kleinen Spot gebracht, in dem sie sich per Handstand gerettet hat und dann sich außen am Ringpfosten hochgezogen hat. Also wirklich eine tolle Kraft und was sie da alles gezeigt hat, war super. Dann Rhea Ripley. Hätte ich mir vielleicht so einen kleinen Stand-off mit Nia Jax vorstellen können. Den gab es nicht, aber war nicht sonderlich schlimm. Nia Jax wurde gut eliminiert in diesem Match. Dann am Ende, ja, ich bin froh, dass Becky gewonnen hat. Ich fand das Match wirklich sehr gut. Also mein Highlight war tatsächlich die Freundin des guten Ricochet, denn was die da abgerissen hat, bevor sie rausgeschmissen wurde, sich einfach über ihre Beckenmuskulatur über den Posten wieder reinzuziehen, Alter, das ist schon, da braucht man schon Power pur. Also Casey Catanzaro, bitte mehr davon. Ich kann kaum erwarten, die gutste live im Fernsehen öfter zu sehen. Ja, und was die Entrances angeht, man hatte halt die üblichen Verdächtigen, was auch in Ordnung ist. Aber man hatte hier vor allen Dingen bei den Frauen auch viel, womit man selber nicht gerechnet hat. Ich persönlich konnte mit vielen zwar namentlich natürlich was anfangen, aber ich hätte nicht damit gerechnet, dass die für den Rumble verplant sind. Zum Beispiel eben eine Xia Li. Ich weiß, wer das ist, aber mir war nicht bewusst, dass man dran ist, in den Rumble zu stecken. Ja, Lacey Evans ist so eine Wrestlerin in meinen Augen. Sie ist da, aber mir auch nicht. Ja, dann haben wir Mrs. Rhea Ripley, Entschuldigung.
Brauche ich auch nicht. Das ist genauso wie Zelina Vega, die auch gebraucht, hätte man vielleicht größere Überraschungen bringen können. Aber alles in allem ein saugutes Match, weil wir haben darüber diskutiert gehabt vorher, dass der letzte Frauen-Rumble zu 90% daraus bestand, dass sich die Frauen ständig irgendwie nach draußen rollen, unten durch, weil dann kann man ja drin bleiben. Und hier hatte man dieses Jahr wenigstens endlich mal das Gefühl, hier findet ein Rumble statt. Und von daher alles richtig gemacht und der ganze Rumble bis hierhin immer noch alles richtig gemacht. Also das, was ich ja dazu sagen muss, Liv Morgan tut mir richtig leid, nachdem sie so schnell wieder eliminiert wurden. Alle anderen haben richtig viel Matchzeit bekommen, nur eine Liv Morgan. Nur gerade mal 40 Sekunden drin gewesen, ist schon nicht wirklich viel. Hatte nicht wirklich was gezeigt, nachdem sie von Natalya schnell eliminiert wurde. Ja, für mich das Highlight in dem Match war diese Situation mit Hornswoggle. Da frage ich mich halt, baut man jetzt irgendwas wieder mit Hornswoggle auf? Kommt der wieder zur WWE oder war das einfach nur so ein einmaliger Auftritt, so Gag? Ja, also auch ich bin ziemlich überrascht und vor allem positiv überrascht vom Women's Rumble. Nicht nur deswegen, weil man ja letztes Jahr immer diese Sachen hatte, wo sich die Frauen immer rausgerollt haben, was ich ja ziemlich nervig fand. Allerdings auch von den Entrances her hat man, denke ich, ziemlich viel richtig gemacht. Nicht nur mit einer Candice LeRae oder einer Kacy Catanzaro, sondern halt auch, dass man mal keine Legenden eingebaut hat, sondern auch wirklich Talente, was man ja in einem Rumble meiner Meinung nach machen sollte. Mein Highlight natürlich auch hier, die Sache mit Kacy Catanzaro, weil, wie die anderen schon gesagt haben, so viel Power muss man erstmal haben und das beweist halt auch wieder mal, dass das einfach nur die Freundin von Ricochet sein kann. Mit der Siegerin bin ich tatsächlich auch ziemlich zufrieden. Das war allerdings für mich, muss man auch sagen, ziemlich vorhersehbar, denn man hat ja jetzt in den letzten Wochen schon viel die Gerüchte gehört, dass eine Becky Lynch gegen Ronda Rousey bei WrestleMania angehen wird. Und deswegen denke ich, war der einzige Weg hier der Rumble. Und daher war für mich Becky Lynch als Rumble-Siegerin schon, denke ich, vorprogrammiert. Und ja, aber sonst bin ich eigentlich ziemlich zufrieden mit dem Women's Rumble und habe eigentlich wenig daran auszusetzen. Ja, im Endeffekt gewonnen hat ja, wie gesagt, Becky Lynch. Sie hat nach einer Stunde, 11 Minuten, 15 Sekunden Matchzeit Charlotte Flair eliminiert. Ja, danach kamen wir dann zu einem weiteren Singles-Match, zum WWE Championship zwischen Daniel Bryan und AJ Styles, den Daniel Bryan mit einem Pin beendet hat. Allerdings nicht alleine, denn unvorhersehbar, den kurz Ende des Matches kam Eric Rowan auf einmal rein, der das Match zum Anfang seines Erscheinens von außen, von der Ringseite her beobachtete, dann aber einschritt und Edge Styles einen Chokeslam verpasste, wodurch Daniel Bryan dann relativ leicht gewinnen konnte und den Titel wieder mitnahm. Ja, wir haben eine Matchzeit von 24 und 32 und ich bin gespannt, was meine Kollegen, sprich ihr jetzt dazu zu sagen habt. Ja, ich habe mich eigentlich auf dieses Match gefreut, da wir hier zwei fantastische Wrestler haben, mit Daniel Bryan und Edge Styles, zwei tolle Techniker, die auch wirklich sehr schnell sein können und eigentlich durch ihre Schnelligkeit auch leben, war dieses Match mir viel zu langsam. Mir hat das Match überhaupt nicht gefallen. Es ging, je länger es wurde, desto besser wurde es, aber mir hat es nicht gefallen, dieses Match. Und ja, dann hat Eric Rowan eingegriffen. Ja, da bin ich gespannt, was man daraus jetzt macht. Macht man jetzt quasi wieder so ein bisschen Wyatt Family mäßig? Denn Daniel Bryan war ja mal kurzzeitig ein Mitglied der Wyatt Family und Eric Rowan bekanntlicherweise war ja auch Gründungsmitglied der Wyatt Family. Da bin ich gespannt, was man da jetzt macht, aber ansonsten habe ich da so wirklich nicht mehr zu sagen. Für mich hat dieses Match definitiv auch eigentlich mehr Schatten als Licht. Also wir haben Daniel Bryan, wir haben AJ Styles, beides unheimlich gute Wrestler im Prinzip, aber sie sind irgendwie nicht in Fahrt gekommen. Ich weiß auch, dass beide zusammen besser können eigentlich, weil ich oft gestern gehört habe, ja, vielleicht stimmt die Chemie nicht. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, weil eben andere Matches schon wieder saugut waren. Aber da war einfach das Problem, dass man als Zuschauer eben auch schon wusste, wo es hingeht, wie es zu Ende geht. Also vom schlussendlichen Endergebnis her wusste man, wo es hingeht. Und der einzige Lichtblick tatsächlich war eben dieser Wiederauftritt von Eric Rowan, der überraschenderweise unheimlich an Kreuz- und Schultermasse gewonnen hat. Das fand ich heute so lustig. Wir haben gestern
da gesessen, wir haben geguckt, sag mal, hat der zugenommen? Und unser Michi hat den Rumble heute erst nochmal nachgeguckt, weil er das gestern nicht mehr ganz geschafft hat. Und ich war mit ihm im Raum und dann kam so, was ist denn bitte mit Rowan passiert? Hat der irgendwie Fitness gemacht? Also, der hat ganz schön nachtrainiert. Und ich habe da so die Vermutung, wenn es nicht wieder so eine mehr oder weniger Reunion der Wyatt Family wird, was man durchaus verkaufen könnte, könnte ich mir auch vorstellen, dass sich ein Daniel Bryan einfach so ein paar Bodyguards an die Seite stellt, was sich jetzt mit diesem Kreuz eines Eric Rowan auch unheimlich gut verkaufen ließe. Von daher mal abwarten, was wir da so kriegen. Vielleicht kriegen wir ja tatsächlich in der ersten Raw-Ausgabe schon Ergebnisse und Antworten. Auf jeden Fall Match, ja, mehr als Durchschnitt kann ich da nicht geben, weil ich weiß, was eigentlich geht. Ja, auch meiner Meinung nach ein ziemlich durchschnittliches Match. Man kennt einfach Besseres von den beiden, gerade von AJ Styles, der ja eigentlich schon ziemlich viel zeigen kann, das in diesem Match leider aber auch wirklich nicht gemacht hat. Dasselbe aber auch für Daniel Bryan, der irgendwie nach seinem Heel-Turn meiner Meinung nach ziemlich an In-Ring-Skills hier weglässt. Und ja, finde ich eigentlich ziemlich schade. Auch hier das Ergebnis, wie die anderen schon gesagt haben, ziemlich vorhersehbar, gerade weil Daniel Bryan erst vor kurzem den Titel gewonnen hat. Und ich denke, dass AJ Styles relativ zufrieden mit der Situation ist, dass er momentan keinen Titel tragen muss und nicht jedes Mal da sein muss. Und deswegen war für mich hier auch das Ergebnis des Matches ziemlich klar. Bin aber auch ein wenig enttäuscht, wenn es geht auf jeden Fall mehr. Ja, und dann kamen wir zu einem Match, was im Endeffekt auf das jeder gewartet hat, wo wir dachten, und zwar das Universal Championship Match zwischen Brock Lesnar, der wie immer mit seinem Manager Paul Heyman kam, gegen Finn Balor, wo wir dachten, passiert das Wunder und Finn Balor gewinnt den Titel von Brock Lesnar, weil Brock Lesnar ist kein Champion für mich. Ein Champion ist oft da, verteilt seinen Titel oft. Aber Brock Lesnar ist ja einmal im Vierteljahr, so nach dem Motto da, bekommt dafür jede Menge Geld. Ja, Brock Lesnar hat auf jeden Fall Finn Balor durch Submission nach einem Kimura-Lock nach der Matchzeit von 8 Minuten 36 besiegt und war überraschend, weil es ein sehr, sehr gutes Match war zwischen Finn Balor und Brock Lesnar. Finn Balor hat einen guten Kerl gezeigt, der durchging und ich fand es echt interessant, fand es schade. Leicht schade, dass Balor verloren hat. Aber wir haben ja die Hoffnung, dass es jetzt dann zu WrestleMania ein Rückmatch geben wird zwischen Brock Lesnar und Finn Balor. Allerdings, dass Finn Balor dann seinen Dämon auspackt, weil wir wissen ja alle, als Dämon zu so Demon hat er, so wie ich weiß, noch nie verloren. Hier Leute, das Match ziemlich klar, was habt ihr davon? Also, dass Brock Lesnar kein Champion ist, ich glaube, das Ding, das weiß jeder. Denn ich habe, was ich noch kurz außerhalb von einem Pay-Per-View sagen muss, ich habe heute Morgen ein Video dazu gesehen. Das war ein 24-Special von Network, habe ich gesehen, wie Brock Lesnar nach dem WrestleMania Main Event letztes Jahr den Titel zu Vince McMahon geworfen hat und dann einfach ohne Titel rausgelaufen ist. Also, der gibt, denke ich, einen ziemlichen Fick auf diesen Titel. Zum Match, ja, war ein relativ überraschend gutes Match, meiner Meinung nach, gerade wenn man denkt, dass Brock Lesnar ein Match ist, der ja, sagen wir mal, seine Suplexes nicht gerade sauber ausführt, habe ich so das Gefühl, dass er das bei Finn Balor irgendwie nicht machen wollte, weil sie ja in Real Life schon ziemlich gut befreundet sein sollen. Ja, ich habe kurz Zeit auch gedacht, dass Finn Balor wirklich den Titel gewinnt, gerade nach dem Coup de Grâce habe ich gedacht, nee, das kann es jetzt echt nicht sein und der gewinnt den Titel, denn ich habe, glaube ich, ziemlich selten gesehen, dass jemand aus dem Coup de Grâce ausgekickt ist und dann halt der Kickout in den Kimura-Lock. Ziemlich überraschend, denn der Kimura-Lock ist ja eigentlich verboten, dass man den hier auspackt. Auch hier wieder ein ziemlich meme-würdiges Gesicht von Brock Lesnar. Aber ein ziemlich überraschendes Matchende, gerade wegen dem Kimura-Lock und weil ich dachte, dass Finn Balor den Titel vielleicht doch gewinnen könnte. Ja, dieses Match war erstaunlich gut. Auch ich bin keiner Frage der Meinung, dass Brock Lesnar kein Champion ist und er den Champion-Titel so schnell wie möglich verlieren sollte. Und ich hoffe, dass das bei WrestleMania passieren wird oder vielleicht sogar schon vorher. Also ich hoffe, dass es beim Elimination Chamber oder beim Fastlane Pay-Per-View dieses Rückmatch gegen Finn Balor geben wird, wenn es das geben wird, wo Finn Balor als Demon antritt und dann den Titel gewinnt und dann bei WrestleMania gegen den Rumble-Sieger antritt, den ich jetzt mal nicht vorausnehmen will, das können wir ja gleich noch sagen, wer da dann im Main-Event von WrestleMania stehen wird. Ja, aber ansonsten fand ich das Match doch ziemlich gut. Also, ich gehe
ehrlich gesagt nicht davon aus, dass Brock Lesnar den Titel bis WrestleMania halten wird. Denn gerade mit dem Rumble-Sieger, der ja nicht von Balor ist, was denke ich eben klar sein sollte, bin ich mir eigentlich sicher, dass dieses Rückmatch schon vorher stattfinden wird. Gerade auch, weil Brock Lesnar ja hier von Balor nach dem Match angegriffen hat, mehrere Suplexes gezeigt hat und auch seinen F5, den er ja während dem Match nicht durchbringen konnte. Denn der ging direkt in den DDT, was ziemlich schön aussah. Aber ich gehe davon aus, dass das Rückmatch definitiv bei Elimination Chamber oder Fastlane passieren wird. Denn ich bin mir auch nicht sicher, ob Brock Lesnar wirklich Zeit für WrestleMania hat. Denn man hört ja in letzter Zeit wieder Gerüchte, dass sein UFC-Gegner ziemlich bald wieder fit sein sollte. Und dass man dann um die WrestleMania-Zeit hier seinen UFC-Kampf hat und deswegen bei WrestleMania nicht sein wird. Und da dann ohne den Universal Championship aufzutreten, das wäre gerade für die WWE ein Riesenfehler. Ja, wollen wir dann schon zum Royal Rumble gehen? Ich hätte jetzt nochmal Daniel und Michi nach ihrer Meinung gefragt zu diesem Match. Ja, also ich fand dieses Match auch richtig gut. Dachte auch nach dem Coup de Grâce, dass es das gewesen wäre und Balor tatsächlich den Titel gewinnt. Ging am Anfang auch davon aus, dass Balor den Titel gewinnen wird. Hab ja auch schon gedacht, dass er eventuell als Demon auftreten tut, was aber ja dann schon wieder dementiert wurde, vor dem Rumble schon. Das Ende mit dem Kimura-Lock fand ich jetzt überraschend, da er ja, wie gesagt, eigentlich verboten ist, aber da sieht man, dass die WWE, seitdem es angekündigt wurde, dass sie einiges ändern, vieles ändern. Ich vermute aber eher, dass Brock Lesnar bei Elimination Chamber nicht auftreten wird und wahrscheinlich erst wieder zu WrestleMania auftauchen wird. Wie bekanntlich, man sieht ja Brock Lesnar nicht so häufig und daher gehe ich davon aus, dass er wahrscheinlich zu WrestleMania erst wiederkommen wird. Ja, meiner Meinung nach eins der stärksten Matches, die Brock Lesnar in den letzten Jahren gezeigt hat, weil ja, es hatte mal was von Match und nicht von wir schmeißen 5 Sekunden lang unseren Gegner einfach durch den Ring, nennen das Ganze Suplex, auch wenn es anders aussieht, und gewinnen dann für $760,000. Nö. Das war tatsächlich endlich mal ein richtig gutes Match, was aber tatsächlich daran liegen könnte, wie schon erwähnt wurde, dass Lesnar eben unheimlich gut befreundet ist mit Balor und er hat das ja auch befürwortet, dass er gegen Balor antritt, weil er selber sagt, er kommt mit kleineren Gegnern besser klar. Was ja auch Sinn macht, wenn der bis hierhin einzige Move, den ich beherrsche, darin besteht, meinen Gegner durch die Gegend zu werfen. Das funktioniert mit einem Drew McIntyre einfach nicht so gut, weil der kann mir beim Hochschieben dann schon auf den Kopf spucken. Das wird schwierig. Allerdings, dass er dann den verbotenen Kimura-Lock auspackt, Respekt. Und was wir bis dahin ausgelassen haben, ist, warum wir davon ausgehen, dass es nochmal ein Match geben wird und das gegen den Demon, ist A, der Aufbau dieser David gegen Goliath Storyline und B, hat Lesnar ja nicht abgelassen nach dem Match. Er hat ja dann noch weiter angegriffen, hat ihm noch einen Suplex verpasst, hat ihm einen F5 verpasst und Gott weiß was alles. Und diese Angriffe wird man halt dafür benutzen, gehe ich fest von aus, dass irgendwann zwischen Elimination Chamber und Fastlane nochmal ein Match sein wird und wir allerspätestens da einen neuen Champion sehen werden, denn auch ich gehe davon aus, dass dieser UFC-Kampf der Grund dafür sein wird, dass wir Lesnar ausnahmsweise nicht bei WrestleMania sehen, denn auch wenn wieder seinen Standardvertragspreis lockt, ich glaube, bei so einem UFC-Fight verdient er einfach noch mehr, weil die werden auch an den Werbeeinnahmen beteiligt und ja, da kann man dann schon mal für einen 9-minütigen Kampf, also 3x3 Runden a 3 Minuten, jo, gute Millionen Euro einkassieren, wenn man alles zusammenrechnet. Und von daher hoffe ich einfach auch, dass wir bald wieder und dann endlich bitte länger als einen Tag einen Finn Balor als Universal Champion sehen wir. Entschuldigt für den Sprachfehler. Hust, hust. Ja, hoffe ich auch. Und das Match war eben besonders, weil wir sind es ja gewohnt, diese Durchgegendwurf nur von Brock Lesnar, den F5. Er hat ihn in diesem Match schon zweimal gezeigt. Also, naja, eigentlich einmal richtig. Denn der erste F5 wurde von Finn Balor gekontert. Und nach dem Match, das Match war eigentlich fertig, hat Brock Lesnar seinen Sieg ganz besonders gefeiert. Und zwar durch einen F5
gegen Balor, nachdem F5 hatte dann mit seinem Titel posiert und die Fans haben ihn unmutfreien Lauf gelassen. Ja, wir kommen dann zum letzten Match heute Abend, zum alles erwartenden Men's Royal Rumble. Ja, die Matchcard, beziehungsweise die Leute, die drin waren, sind Elias, Jeff Jarrett, Shinsuke Nakamura, Kurt Angle, Big E, Johnny Gargano, Jinder Mahal, Samoa Joe, Kurt Hawkins, Titus O'Neil, Kofi Kingston, Mustafa Ali, Dean Ambrose, Nove Rosé, Drew McIntyre, Xavier Woods, Pete Dunne, Andre, Apollo Crews, Aleister Black, Shelton Benjamin, Baron Corbin, Jeff Hardy, Rey Mysterio, Bobby Lashley, Braun Strowman, Randy Orton und Seth Rollins plus Nia Jax. Dieses Royal Rumble Match gewann dann Seth Rollins nach einer Matchzeit von 57 Minuten. Ja, Elias kam zuerst rein, machte seine übliche Show, Will Walk with Elias. Auf einmal kam dann Jeff Jarrett rein, wollte mit ihm ein kleines Liedchen anstimmen. Daraus wurde nichts, weil kurz danach hat Jeff Jarrett die Gitarre von Elias über dem Kopf gehabt, womit das Match dann im Endeffekt losging. Ja, im Endeffekt, wie gesagt, hat dann Seth Rollins Braun Strowman eliminiert. Wir waren alle sehr verwundert, wie als Nummer 30 eigentlich Arthur reinkommen sollte, aber irgendwie kam dann Nia Jax rein, die Arthur erstmal attackiert hat und dann seinen Platz angenommen hat, wo wir dachten, what the fuck macht Nia Jax jetzt hier? Ja, so wie Liv Morgan rausgeflogen ist vom Women's Royal Rumble, wurde Nove Rosé eliminiert, denn er kam als 15. rein in Minute 22:01. Und wurde in Minute 22:44 von Samoa Joe direkt schon eliminiert, was auch wieder, ja, so war wie bei Liv Morgan. Und ja, Leute, was sagt ihr zu diesem spektakulären Rumble? Wir haben ja alle im Vorhinein schon gehofft und gesagt, dass Seth Rollins gewinnt. War ja auch so. Vor allen Dingen, was sagt ihr zu dem Eingriff von Nia Jax? Also ich muss sagen, der Eingriff von Nia Jax finde ich ein wenig unnötig. Gerade weil man diesen Spot hier wieder mal verschwendet hat. Das ist aber nicht der einzige Spot, den man meiner Meinung nach verschwendet hat. Aber hier hat man einfach einen möglichen Return oder vielleicht sogar eine Überraschung mit Kenny Omega oder sonst was einfach verschwendet, indem man hier einfach eine Nia Jax reinschmeißt. Aber wie gesagt, das war nicht der einzige verschwendete Spot, sondern auch der Spot von hier. Nove Rosé war meiner Meinung nach ziemlich verschwendet. Hätte man mehr draus machen können. Ja, sehe ich ähnlich. Ich habe es nicht sonderlich gefeiert, dass Nia Jax da reinkam. Hatte mich aber auch sehr gewundert, dass ja eigentlich keine Intergender-Fights mehr gibt in der WWE. Schon seit Jahren nicht mehr. Aber ansonsten war das dann doch ganz unterhaltsam, was da passiert ist, nachdem sie dann einen Superkick von Dolph Ziggler abbekommen hatte, der ja auch ein Special Entrance war quasi, der schon seit anderthalb Monaten oder so nicht mehr zu sehen war. Dann noch den RKO von Randy Orton abbekommen hat und den 619 von Rey Mysterio und danach dann eliminiert wurde. Kann man so bringen. Ich hätte mir da auch ein Special Entrance gewünscht. Vielleicht Kevin Owens oder sonst was. Ja, ansonsten okay. Nova Jose war ein verschwendeter Spot. Ansonsten waren die Spots eigentlich gut. Aleister Black, Johnny Gargano hat mich für beide sehr gefreut, die beim Rumble zu sehen, dass sie auch da antreten durften. Dann Pete Dunne, für ihn hat es mich auch sehr gefreut, für den jungen Mann aus England. Also, dann gab es natürlich wieder einen Kofi Kingston-Spot, der ja wieder ganz lustig war, wie er sich da wieder mit einem Handstand war es, glaube ich, wieder gerettet hat. Ansonsten, ja, stimmt, nee, Kofi Kingston hat ja noch einen Spot, wie er von Xavier Woods aufgefangen wurde und dann wieder reingebracht wurde. Das war auch ganz lustig, aber ansonsten, ja, in Ordnung und unterhaltsam und jetzt bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt. Also was die Fail Entrances angeht, kann ich das unterzeichnen bei No Way Jose, weil A, hat man das schon gesehen beim Godfather, reintanzen, rausgeworfen werden, raustanzen, abgehakt. Hätte man besser verbauen können. Dann habe ich ein Problem, wie gesagt, mit dem Entrance von Aleister Black. Ich freue mich, dass er da war. Gott versteht es nicht falsch. Man hätte es dann bei NXT nur anders verkaufen müssen, weil man mit dem plötzlichen Auftritt im Rumble einfach dieses Langzeit-Storytelling ein bisschen zerstört hat, weil entweder mein Bein ist kaputt oder eben nicht. So. Das nächste ist, man beginnt den Rumble mit Jeff Jarrett, der im Prinzip, ja, überhaupt nichts mehr kann und
eine Gitarre über den Schädel kriegt und rausgeworfen wird. Ganz netter Spot, hätte man mit Elias aber auch an einer anderen Stelle einfach machen können und damit wieder einen Spot vernünftig freimachen. Ja, und so zieht sich das so ein bisschen durch den ganzen Rumble. Allerdings, was man dann im Ring tatsächlich gesehen hat, fand ich gar nicht so verkehrt und glaube, ich bin mit der Einzige, der von vornherein gesagt hat, dass er überhaupt kein Problem damit hat, dass Nia Jax plötzlich aufgetaucht ist. Aus dem ganz einfachen Grunde, dass ich ihnen eine Chance gebe, wie das jetzt weitergeht. Weil wenn sie diese Story jetzt weiter verfolgen und wir kriegen wieder Intergender-Matches, dann bitte, dann war das das Beste, was sie tun konnten. Allerdings hätte ich das dann vielleicht sogar noch anders verbaut, denn ich finde einfach, Nia Jax war die Falsche dafür. Denn wenn ich schon seit Wochen und Monaten ein The Man aufbaue, dann hätte ich es richtig gemacht und hätte Becky in ein drittes Match geschickt und hätte sie in den Männer Rumble noch geschickt. Und wenn sie dann sofort wieder rausgeflogen wäre, aber für das Gimmick wäre es die bessere Lösung gewesen. Aber wenn das jetzt wieder so eine einmalige Sache war, hätte man sich das auch sparen können. Ja, so Leute wie Bray Wyatt haben gefehlt, Kevin Owens, der angeblich zurückkommen sollte, war nicht da, Pete Ripley lassen wir mal dahingestellt. Ja, Malu, ich weiß, du wirst mich dafür hassen, aber ich werde diesen Gag immer wieder machen. Ja, ansonsten, ein solider Rumble hat echt Spaß gemacht und mit Seth Rollins, der Gewinner, der sowieso schon vermutet wurde. Und ganz kurz auf das, was im Internet abgeht. Alle waren sich am Beschweren, wieso man denn nicht endlich hier unser Monsterchen gewinnen lässt. Ganz einfach, der verbaute sich immer wieder selbst. Wenn er einfach mal pünktlich und konstant wäre, hätten wir Braun Strowman längst als Champion gesehen, aber wer nicht will, der hat schon. Ja, ich geb dir ja eigentlich auch recht mit Nia Jax, war ja ganz unterhaltsam. Ich bin auch gespannt, was man daraus jetzt macht. Ich hoffe, dass die Intergender-Matches zurückkommen. Da kann ich mir so ein Match zwischen Becky Lynch und John Cena irgendwie gut vorstellen oder auch anderen Leuten. Ja, gibt viele Matches, die ich mir da vorstellen könnte. Muss man einfach mal sehen. Ja, Matt Hardy hat mir vielleicht noch gefehlt. Das ist so eine Sache hier. Hätte man vielleicht nicht bringen müssen, dass man die ganzen jungen Talente rausholt, sondern vielleicht eher noch Returns mit reinpackt. Wie zum Beispiel Hardy oder Wyatt oder Owen. Ja, und das Problem, was ich hatte, dass man in den ersten 6 Entrants 3 Special Entrants hatte. Das war ein bisschen zu viel für den Anfang. Waren, ich glaube, 5 Special Entrants in den ersten 15 und in den letzten 15 hattest du eigentlich nur noch Nia Jax. Das fand ich ein bisschen sehr schade. Sonst hattest du aber auch gutes Storytelling drin. Was mir noch so eingefallen ist, als Kurt Hawkins reinkam, hat er erstmal so geguckt, was mache ich jetzt? Gehe ich wieder raus oder gehe ich rein? Dann ist er reingegangen und hat Samoa Joe geschlagen. Daraufhin hat Samoa Joe ihn angeguckt, was willst du eigentlich? Und nachdem dann Kurt Hawkins eine Eliminierung gemacht hat, ich glaube, Titus O'Neil hatte er, glaube ich, eliminiert, bin mir gerade nicht so sicher, hat man das wieder aufgegriffen, sodass dann Samoa Joe kam und Kurt Hawkins eliminiert hat. Das war den ganzen Rumble so eigentlich ein gutes Storytelling. Ja, war doch in Ordnung. Was ich noch sagen muss zu Kurt Hawkins auch, war, finde ich, mit einer der besten Ideen, dass man hier Kurt Hawkins reinbringt und er tatsächlich sogar jemanden eliminieren darf. Auch wenn es nur Titus O'Neil ist, den man sowieso nicht mehr so wirklich ernst nehmen kann. Aber allein, dass er jemanden eliminieren durfte, ist schon eine Sache für sich. Und ich hoffe, da geht auch viel weiter mit Kurt Hawkins, weil das könnte interessant werden. Im späteren Verlauf auch finde ich ein bisschen schade, dass man hier Baron Corbin dazu ausgesucht hat, Aleister Black zum Beispiel zu eliminieren. Da hätte man andere nehmen können, um die irgendwie damit aufzubauen oder was weiß ich. Aber so ein Baron Corbin, finde ich, passt nicht so. Und mir persönlich hat auch ein Kevin Owens gefehlt, denn man hat hier die Sache gehabt, dass Lashley ziemlich schnell wieder rausgeflogen ist. Und das hätte man vielleicht durch einen Kevin Owens machen können, dass er ihn eliminiert und man so die Fehde weiterzieht. So war das dann leider nicht so. Deswegen hoffe ich, dass da irgendwie auch was bei Raw heute Nacht noch passiert. Aber da muss man dann schauen. Und ja, zwischenzeitlich war ja auch Seth Rollins wirklich eliminiert, indem Bobby Lashley ihn durch den Tisch
verfrachtet hat und er dadurch erstmal ein paar Minuten draußen lag. Deswegen, da hatten wir auch im Discord ein paar Leute, die schon dachten, okay, Seth Rollins gewinnt das Ganze nicht mehr, bis dann halt eben Drew McIntyre eliminiert wurde und dann war eigentlich schon klar, dass Seth Rollins das am Ende dann noch gewinnt mit dem Curbstorm gegen Braun Strowman und ich finde, das war auch die richtige Entscheidung, denn Seth Rollins jetzt endlich mal wieder in den Main Event zu stecken und hoffentlich auch dann bald als Universal Champion. Da muss man halt dann absehen, wer zu dem Zeitpunkt dann wirklich Champion ist. Ich weiß nicht, ob Michi noch was sagen will. Wenn ja, meld dich kurz. Aber ich vielleicht noch ganz kurz angemerkt zu Titus O'Neil. Das entwickelt sich auch immer mehr zu so einem Running Gag im wahrsten Sinne des Wortes, unser Titus World Slide. Diesmal hat er abgebremst, ist dann freiwillig unter den Ring geklettert, weil sich ja ein Curt Hawkins unterm Ring versteckt hat. Sau cool gelöst. Und Luki, deine Lobreden über Kevin Owens, die musst du einfach irgendwann mal auf Kassette aufnehmen, spart dir nämlich Sauerstoff, weil das ist ja schon Fanboying at its best, aber ist okay. Aber wen ich ganz besonders noch hervorheben möchte, ganz kurz tatsächlich, ist tatsächlich ein Aleister Black, der sich mit einem Move im Prinzip schon wieder legendär gemacht hat in dem Rumble. Irgendwer hat ihm den Finger ausgerenkt, ich glaube es war tatsächlich Pete Dunne, und er renkt sich den einfach mal hart selber wieder ein, also das war schon krass. Und wofür sie den Rumble auch unheimlich gut genutzt haben, fand ich dieses, du hattest Paarungen im Rumble drin, wo du dachtest, boah, da könntest du dir ruhig mal ein Match von geben. Und das war echt gelöst. Ja, ich fand den Rumble jetzt an sich auch nicht schlecht. Finde auch, dass sie ein paar Spots hätten anders verteilen können. Zum Beispiel ein EC3 noch mit rein oder den NXT-Champion Ciampa, der auch erwartet wurde von den Leuten in Discord, weil ja der NXT-Champion in den letzten Jahren auch mit drin war. War dann leider nicht der Fall. Das mit Aleister Black sah auch richtig schmerzhaft aus, nachdem er sich den Finger wieder eingerenkt hatte. Die Aktion war auch Tatsache von Pete Dunne. Mit Seth Rollins, finde ich, ist es der richtige Gewinner gewesen. Wenn halt dann Finn Balor bei WrestleMania den Titel hat, könnte ein interessantes Match werden, da es dieses Match ja schon einmal gab, wo dann Finn Balor gewonnen hatte, durch die Verletzung den Titel aber abgeben musste. Vielleicht behält dann auch Finn Balor da den Titel in einem guten Match. Wir werden ja sehen, wo das noch hinführen wird, ob Finn Balor Champion ist oder vielleicht doch ein Brock Lesnar. Aber den Rumble fand ich jetzt an sich nicht schlecht. Ja, damit sind wir durch für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich glaube, bei Soundcloud könnt ihr uns Kommentare schreiben, so wie ich mal gehört habe. Ja, wir verabschieden uns dann für heute bei euch. Wir hören uns, ich glaube, zum Wochenende wieder, wenn wir dann über die Wochenshows von NXT Raw und SmackDown reden. Ja, ich bin Harry. Ich sage schon mal Tschüss. Die anderen werden sich eigentlich selbst bei euch verabschieden. Ja, einen schönen Tag oder Abend oder wann ihr es hört noch und Tschüss von mir aus. Ja, auch von meiner Seite aus Tschüss. Ich hoffe auch euch hat der Rumble so gefallen, wie er uns gefallen hat. Es war, denke ich, ein sehr positiver Rumble. Ziemlich überraschend auch wenn man, wie gesagt, im Rumble ein wenig viel verschwendet hat, war es doch ein solider Pay-Per-View. Ich hoffe auch, dass euch der Podcast wieder mal gefallen hat und ich denke, wie Helge schon gesagt hat, sehen wir uns dann wieder am Wochenende zu den Wochen. Ja, damit verabschiede ich mich dann jetzt auch bei euch. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, uns zuzuhören und wenn ihr anderer Meinung seid oder so wie uns, dann schreibt uns das vielleicht unter dem YouTube-Video oder so. Ja, da gibt's ja Möglichkeiten, so dass wir das dann auch lesen können. Und dann tschö. Ja, auch ich möchte mich verabschieden, auch wenn ich heute nicht allzu viel gesagt habe. Tut mir auch ein bisschen leid, ich habe ein bisschen Kopfschmerzen. Ich hoffe trotzdem, dass euch der Podcast gefallen hat. Dann sehen wir uns wieder am Wochenende. Und das letzte Wort überlasse ich dem Chairman, Daniel. Dankeschön. Ja, ich verabschiede mich. Also der Podcast heute hat mir unheimlich viel Spaß gemacht, weil mir auch die Pay-Per-Views beide sehr gut gefallen haben, was gerade bei dem Main-Event-Pay-Per-View immer so eine Sache ist und war. Und ja, worauf ich mich jetzt als nächstes unheimlich freue, ist tatsächlich der nächste Podcast mit den Jungs und für euch, weil wir wissen ja gerade so die Raw- und Smackdown-Ausgaben nach den Big Five. Da kann ja immer mal noch was passieren. Wir können also gespannt sein, was da heute Nacht auf uns zukommt. Jetzt wisst ihr übrigens, wann wir den Podcast aufnehmen. Ich guck mal gerade spaßeshalber auf die Uhr. Also wenn ich das richtig sehe, fängt Raw in knapp 40 Minuten an. Und ja, wir dürfen gespannt sein, was kommt. Wie gesagt, wenn ihr mit
diskutieren wollt, könnt ihr das gerne tun. Entweder unter dem YouTube-Video, bei iTunes, wo ihr uns auch immer gerne eine Rezension dalassen könnt, was uns unheimlich hilft. Bei Spotify gibt es, glaube ich, auch Kommentare. Bei Soundcloud könnt ihr Kommentare verfassen. Ist alles kein Ding. Wir können gerne drüber diskutieren. Und ganz kurz noch, vielleicht, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, dann teilt uns die auch mit. Das funktioniert tatsächlich schon ganz gut. Und ich denke, wir haben auch schon ein bisschen an den Fehlern geschraubt. Die Folgen werden immer besser. Ich merke das bei der Nachbearbeitung. Ich habe weniger zu tun. Und von daher wünsche ich euch jetzt einen schönen Rest. Morgen, Mittag oder Abend, wann immer auch ihr das Ding hier hört. Macht es gut. Tschüss. Und auf Wiedergehören.